Wohl denen, die da wandeln. Das Lied Nummer 295 im Gesangbuch wollen wir jetzt singen zum Ende dieser Kreissynode. Und der Komponist Heinrich Schütz, der diesen Text von Cornelius Becker, der die Psalmen in Reimform gebracht hat, dieser Komponist, der das vertont hat, den kann man jetzt ganz besonders gut wieder neu entdecken, denn Heinrich Schütz' Hauptschaffenszeit war genau im Dreißigjährigen Krieg. Und obwohl er wirklich zu den bedeutendsten Musikern seiner Zeit gehörte, konnte er die ganze Pracht, die ihm eigentlich nahegelegen hätte, oft nicht verwirklichen und musste sich kriegsbedingt und krisenbedingt immer wieder beschränken. Und dennoch sind so wunderbare, große und auch kleinere Werke entstanden, die bis heute für uns wichtig sind, so wie auch dieses Lied, was hoffentlich allen jetzt zum Ende dieser Synode gut tun möge.